Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um das offizielle Linux Image 2.8 und dieses kommt mit Debian 10 Basta. Ja, das ist das aktuellste Debian, von daher eignet sich das hier auch für Einsteiger. Man hat ein Komplettpaket, ein Betriebssystem, was Linux CNC 2.8 schon mitbringt. Man spart sich also sämtliche Konsolenbefehle. Diese ISO-Datei kann man entweder, wie ich das heute mache, in eine virtuelle Maschine installieren oder sich auf einen bootfähigen Stick kopieren und so ein Echtsystem aufsetzen. Ja, zum Ende hin werde ich auch noch die Desktop-Umgebung ändern, weil ich mich an den Mate-Desktop gewöhnt habe und dieses Image kommt hier mit der XFCE-Oberfläche. Daher noch der Schritt, das einmal zu deinstallieren und den Mate-Desktop zu installieren. Ja, wie gesagt, installiere ich das Ganze mal auf einer virtuellen Maschine. Ich wähle mir dazu den grafischen Install. Also ist das alles grafisch geführt und ich kann hier mit der Maus und Tastatur die Installation beginnen. Ich wähle mir meine Sprache, bestätige das Ganze mit OK und jetzt geht schon weiter. Ich brauche einen Rechnernamen. Ich wähle jetzt hier mal CNC. Die Domain habe ich nicht, die klicke ich weiter und jetzt folgt noch der Nutzername und ein Passwort. Dann geht's schon los. Ich muss mir die Festplatte wählen. Ich wähle hier die vollständig geführte Festplatteninstallation, also da nutzt die gesamte Festplatte. Wähle mir die Festplatte aus. Die Partitionierung wird auf die Festplatte geschrieben. Und danach wird das System schon installiert. Hier muss ich nichts weitermachen. Ich bestätige das mit Weiter. Jetzt ist wichtig, dass ich den Bootloader sozusagen installiere. Also hier muss ich ein Ja wählen, ansonsten würde das Betriebssystem nicht starten. Das ist sozusagen der wichtigste Installationsschritt für die Festplatte. Jetzt muss ich noch das Gerät wählen. In dem Fall ist es meine Festplatte, die ich wähle, dass der Bootloader auf die Festplatte geschrieben wird. Und ja, jetzt ist das System soweit dann installiert. Und in wenigen Augenblicken wird es das erste Mal starten. Wie gesagt, hier ist die XFCE-Oberfläche aktiv. Die versuche ich dann mal zu deinstallieren und die Mate-Oberfläche oder Desktop-Umgebung zu installieren. So, die Maschine startet jetzt das erste Mal. Ich muss meinen Benutzer und das Kennwort eingeben. Und danach ist das System theoretisch verwendbar, sage ich jetzt mal. Damit ich ein bisschen mehr sehe, muss ich erstmal die Auflösung vom Bildschirm ändern. Einfach um mehr Platz zu bekommen. So, entweder ich kann das Linux CNC hier über das Menü starten oder ich öffne mir ein Terminal. Ich schaue jetzt gleich nochmal nach, welcher Kernel da installiert ist. Und starte einfach mal über die Konsole Linux CNC. Und ich möchte mal eine Simulationsmaschine und versuche einfach mal ein bisschen hin und her zu joggen. Wunderbar. Funktioniert. So. Das nächste ist der Punkt, dass ich diese Oberfläche oder diese Desktop-Umgebung nicht so gewohnt bin. Deswegen
installiere ich jetzt einfach mal die Mate-Desktop-Umgebung. Das funktioniert einfach mit einem Befehl. Sudo apt-get install mate-desktop-environment und die Extras noch dazu. Und dann wird das schon installiert. Nach der Installation mache ich einfach einen Neustart und kann, bevor ich mich anmelde, die neue Desktop-Umgebung auswählen. Wie gesagt, das ist nur, weil ich das gewohnt bin. Ihr könnt ruhig das System mit der XFCE-Oberfläche verwenden. Das ist nur eine Gewöhnungsfrage. So, nach dem Neustart kann ich oben die Mate-Desktop-Umgebung auswählen. Ich melde mich mit meinen Daten an und habe dann eine neue Umgebung. So, als erstes wieder den Bildschirm einstellen, damit wir die richtige Auflösung haben. Wir wollen ja auch was sehen. So, Linux CNC ist immer noch drauf, das haben wir nicht deinstalliert. Es hängt nur hier unter Sonstiges, warum auch immer. Ich starte mal die Maschine, die wir vorhin angelegt haben. Die funktioniert auch noch, also ist das auch okay. Einmal zu und jetzt noch schnell das Terminal in die Leiste hängen, denn das ist so Standard bei mir, dass ich das Terminal da oben habe. Und jetzt habe ich im Internet einen Befehl gefunden, mit dem man diese vermeintliche XFCE-Oberfläche deinstallieren kann. Der Befehl ist sudo apt-get auto-remove minus purge und dann hoffe ich, dass das Paket so heißt, wie es hier steht, also task minus xfce minus desktop und jetzt lasse ich mich mal überraschen, ob das funktioniert. Einmal nichts. Okay, nächster Befehl. Jetzt muss ich kurz mal etwas schauen, wie das andere tun. Ich hoffe, mein System crasht jetzt nicht, wenn ich das wirklich komplett deinstalliere. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, der nächste Befehl ist ja derselbe, nur das Paket ist jetzt ein anderes. XFCE4. Und siehe da, das erste lässt sich schon mal deinstallieren. Und dann machen wir noch was anderes, und zwar werde ich dann noch ein Sternchen dahinter machen. Also sprich, der gleiche Befehl, nur XFCE Sternchen. Und alles, was mit XFCE ist, wird jetzt irgendwie hier entfernt. Ob das so gut ist, werden wir gleich sehen. Das System noch startet oder ob ich noch mal von vorne beginnen muss. Die Spannung steigt. Ich mache jetzt mal noch ein Update und ein Upgrade und dann noch mal Update. Vielleicht habe ich doch jetzt etwas gelöscht, was ich doch brauche. Mal schauen. Sudo apt-get install update oder nur update. Ja, werden wir mal rausfinden. Okay, also das Install nochmal entfernen. So. Einmal nichts und jetzt nochmal Upgrade. Da möchte er etwas installieren. Und nochmal Update. Ja. Jetzt die Stunde der Wahrheit, neu starten und gucken, ob das Paket jetzt wirklich raus ist oder ob das ganze System jetzt verbastelt ist. Siehe da, es startet schon mal und hier oben ist der XFCE ist weg. Das ist schon mal gut. Ah, cool. Scheint zu funktionieren. Also sieht alles noch so aus wie vorhin, würde ich sagen, kann man so lassen. Jetzt kann ich ein bisschen rumspielen,
mir so wieder die ganzen Darstellungssachen ein bisschen einstellen. Schriftgrößen, Farben, ja, wie ich das gerne hätte. Wie gesagt, ihr könnt ja die XFCE-Oberfläche verwenden. Das sollte auch kein Problem sein. Gut. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich sag mal, das ist eine gute Einstiegsvariante, um schnell Linux CNC zu verwenden. Vielleicht mal noch hier ein anderer Punkt, und zwar, ich habe jetzt diesen Datei-Explorer, den Kaya, mit sudo gestartet übers Terminal, damit ich die Rechte habe, da drin zu schreiben. Und jetzt gibt es in etc-Ordner, und der nächste Ordner wäre dann light-dm, gibt es eine light-dm-config, und diese kann man nutzen, um zum Beispiel den Benutzer hier einzutragen und somit sich beim Start des Systems die Eingabe von Benutzer und Passwort zu sparen. Das probieren wir nochmal aus, ob das funktioniert. Also einmal neu starten. Und dann müsste das System theoretisch hochfahren, ohne dass ich etwas eingeben muss. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein cooles Image. Neueste Linux CNC Version 2.8, dann Debian 10 als neuestes Betriebssystem und für Einsteiger ideal. Man kann sich das auf den USB-Stick brennen und auf ein System installieren, ohne groß irgendwie Erfahrung haben zu müssen. Ja, Linux CNC ist dann schon drauf. Ich kann die Konfigurationswizard nutzen. Ich kann eine Simulationsmaschine verwenden, um, ich sag mal, das System kennenzulernen und ja, mal ein wenig zu spielen, sage ich jetzt mal. So, der Auto-Login hat funktioniert, also System ist bereit. Dann ist das Video eigentlich an der Stelle zu Ende. Ich bedanke mich wie immer bei den Patreons, die mich so gut unterstützen. Und ja, dann sage ich an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter informiert bleiben wollt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.